Wird sowieso. Also, dann begrüße ich mal diese Audienz zu meinem Vortrag. Ich werde heute ein bisschen was über Joomla Overrides erzählen, beziehungsweise halt die zu wenig genutzte Vielfalt, würde ich mal sagen. Und habe da ein bisschen was zusammengestellt. Am Anfang, ich will es hier nicht komplett erklären, was jetzt Overrides im Detail komplett funktionieren und tun und machen, sondern halt einfach so einen gewissen Überblick, damit man weiß, was das Ganze sein soll. Weil es gibt ja noch die Tage andere Vorträge, die sich dann detaillierter mit Overrides beschäftigen. Sprich, denen will ich jetzt nicht unbedingt dann zu sehr vorgreifen. Dann halt, worum es dann halt unbedingt Bootstrap 3 sein soll, kurz erläutern. Dann, warum ich auf die Idee gekommen bin, dieses Projekt zu starten. Und dann geht es halt weiter, was für Vorteile kann das für die Anwendersicht sein, also für den normalen Verbraucher, der einfach seine Erweiterung im Normalfall installiert und diese funktionieren sollten. Dann, wie man seine eigenen Ideen einbringen kann in das Ganze, wie man im Allgemeinen mithelfen kann, wenn man sich engagieren möchte und was halt für die Zukunft noch aussteht, da es noch ein relativ junges Projekt ist und jetzt das Konzept steht, aber jetzt noch nicht so viel passiert ist bisher. Und ja, dann auch das berühmte, ob man Upstream arbeiten wird, wenn es denn soweit sein sollte. So, zu mir kurz. Mein Name ist Sven Schulczyk. Ich bin im Internet hauptsächlich unter dem Pseudonym Swanschuh zu finden. Also was jetzt Twitter, Google Plus, alles Mögliche da angeht. Bin 27 Jahre alt. Bin mittlerweile endlich Diplom-Ingenieur geworden dieses Jahr. Elektrotechnik, Informationstechnik. Denkt man sich jetzt vielleicht auch, okay, Elektrotechnik ein bisschen weit hergeholt mit Webseiten und Softwareentwicklung. Aber nun ja. Bin jetzt bei Euroengineering, das ist ein Ingenieursdienstleister, angestellt und arbeite unter dem ihrem Auftrag bei Siemens als Software-Test-Ingenieur, wo es um Gaschromatographie geht, also die Software, die auf dem Gerät selber läuft. Ich bin seit der Geburtsstunde, wie gesagt, bei Cuneda dabei, bin dort als allgemeiner Kontributor bzw. halt als Language Coordinator, also für die ganzen Übersetzungen zuständig und habe halt nebenher noch mein kleines Gewerbe am Laufen, wo ich dann halt auch meine Open Source Erweiterungen publiziere und halt gegebenenfalls auch mal ab und zu mal Kundenaufträge oder dergleichen im Bekanntenkreis erledige. So. Bevor ich auch mit dem Vortrag hier vollends beginne, zu Ihnen sozusagen, einfach so allgemein zu wissen, wer kennt Overrides gar nicht, weiß überhaupt nicht, was es ist. Okay, einer. Dann, wer Overrides schon mal verwendet hat. Okay, das sind ein paar mehr. Sehr schön. Und verwenden, entwickeln, ist meistens das gleiche, aber trotzdem, wer hat es ja auch selber geschrieben? Die gleiche Anzahl? Ein bisschen weniger. Okay. Und einfach so allgemeine Entwickler, die einfach mal wissen wollen, ob das überhaupt irgendwas für sie ist. Zwei. Wow. Immerhin etwas. So. Da mal kurz dazu, was ist überhaupt ein Joomla Override, ein HTML Override? Ich habe da einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Das Standard Joomla Login Form, das Modul, sieht da ganz schön aus, funktioniert auch für die meisten soweit, aber was ist es, wenn man es zum Beispiel jetzt eines Modalbox anzeigen lassen will? So einfach über CSS ist es mal nicht zu handhaben, man muss dann schon irgendwie ein bisschen in den Code eingreifen, beziehungsweise in die Ausgabe. Die meisten gehen dann meistens daher, gehen aufs JD, gucken rum, Modalbox, Login-Form, oder es ist im Template mit drin, je nachdem, und
installieren halt irgendwie extra ein Template dafür oder eine Extension, die dann halt wiederum ja, das Login-Form sozusagen kopiert und halt einfach nur diese ja, Formänderung, diese Struktur im Hintergrund ändert, was ja eigentlich relativ unsinnig ist in dem Sinn, da man dann wieder darauf achten muss, dass man auch das Modul aktualisieren muss. Wenn man dann wiederum Joomla aktualisiert, können Inkompatibilitäten entstehen etc. Daher wäre es zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, einen Override zu verwenden, um einfach nur aus einem normalen Login-Form eine Modalbox zu machen, wo man einen Anmelde-Button hat. Wenn man auf diesen Anmelde-Button draufklickt, poppt das Login-Modul auf. Schön übersichtlich, ist es nicht im Weg, es stört nicht, wenn es für den restlichen Content, man kann es schön in der Ecke friemeln und so. Funktionsweise dahinter. Ich denke mal, die ganzen Leute, die sind ja einige, die Override schon verwendet haben, kennen jetzt die Struktur ist von diesem normalen Modul, sprich unter dem Joomla Root Directory haben wir dann den Modulsordner. Im Modulsordner liegen die ganzen Module drin. Wie ist hier das Mod Login? Da haben wir im Prinzip den Template-Ordner hier. Darunter liegen im Prinzip die Default-PHP und die Default-Logo-PHP, in der im Prinzip die Struktur hinterlegt ist, die für die Ausgabe zuständig ist. Und halt die Start-PHP-Datei und halt so einen kleinen Helper. Das Ganze kann man sich in sein Template reinkopieren, das heißt, wir haben hier das Template Rosenschule, darunter gibt es dann den Ordner HTML und da wiederum den Ordner ModLogin und da sehen wir jetzt hier im Prinzip diese zwei Dateien, ModalBox.php und ModalBox-Logout.php. Das sind prinzipiell genau die gleichen Dateien, die hier in dem Template-Ordner drin sind, nur halt rüberkopiert in das HTML-Ordner von unserem Template und dort umbenannt. Die Umbenennung muss es nicht zwangsläufig da sein. Man kann es ja auch weiterhin Default-PHP und Default-Logout-PHP nennen. Aber in dem Fall habe ich es jetzt hier gemacht, weil ich die Möglichkeit haben will, das zu unterscheiden. Das heißt, so, da nochmal die Dinger. Also bei Modulen ist es im Prinzip unter Templates, der Template-Name, dann unter HTML, Modulname. Wenn man es eine Extension überschreiben möchte, hat man nochmal eine zusätzliche Stufe, im Prinzip den Extension-Namen und dann den View-Namen. Aber ich habe jetzt hier einfach mal das einfache Beispiel genommen und diese Umbenennung, wenn man später im Modul-Einstellung drin ist, hat man hinten den Advanced-Tab und dort kann man sich dann, wenn man es jetzt bei Default gelassen hätte, wäre hier bloß im Prinzip die Default-Variante zur Auswahl gewesen, dadurch, dass wir hier es umbenannt haben zu Modalbox, kann man sich hier jedes Mal, wenn man dieses Modul auf die Seite bringt, noch entscheiden, ob man jetzt die Default-Variante oder die Modalbox verwenden möchte. So, das mal zu groben Zügen. Mit den Overrides kann man natürlich nicht alles machen, das ist ganz klar. Grenzen davon sind natürlich die Daten, die ich halt in dem Modul oder in dem View drin habe, sind zwangsläufig jetzt fürs Erste eigentlich mal da, mit denen muss ich auskommen. Weil ein Override ist nicht dazu gedacht, jetzt großartig noch irgendwelche Datenbankaufrufe oder sonst irgendwas zu vollziehen, um da mehr Daten reinzubekommen. Sachen wie bei Formularen, die verarbeitenden Modelle sind natürlich damit auch nicht zu beschreiben. Da braucht man dann natürlich auch eine. Und prinzipiell alles, was über ein Layer hinausgeht, über die Ausgabe, das ist halt nichts für Overrides. Da brauchen wir dann wiederum eine Joomla-Erweiterung. So, ein Ding ist ja von David. Dürfte morgen um 12.15 Uhr sein. Der geht da nochmal genauer auf die ganzen Override-Geschichten und Layouts und dergleichen ein. Deswegen habe ich jetzt hier nur eine kurze Einführung gemacht. Wer da mehr erfahren will, denke ich mal, ist die Session ganz brauchbar von ihm. Und was ist allerdings nicht morgen, sondern irgendwie heute Morgen. Ne, morgen ist es genau das Kicktemp von Nies Nübel, ist auch mit Bootstrap 3 beschäftigt, sich damit ein bisschen, werde ich mir selber anhören, ist vielleicht ganz interessant. So.
Dann ist die Frage, der Joomla Core natürlich hat zurzeit Bootstrap 2. irgendwas, 3 im Kern drin. Warum will ich jetzt hier unbedingt Bootstrap 3 verwenden? Eine Sache ist, mir persönlich gefällt es besser, was es zum Beispiel die Buttons oder dergleichen angeht. Wir haben einen kurzen Unterschied zwischen den Design. Gibt es halt einen gewissen Unterschied. Daher habe ich mit Bootstrap 3 angefangen. Dann finde ich halt irgendwie die Linien, die im CSS drin sind, was es hier angeht, zum Beispiel dieses .rowFluid, wo man im Prinzip dann jedes Mal bei einer neuen Zeile, wenn man Fluid Design haben will, benutzen musste, fällt halt weg. Es gibt halt nur noch diesen, zum Beispiel diesen Container und Container Fluid, um das zu unterscheiden. Und auch die Bezeichnung hier mit CoreMD4, beziehungsweise kann man verschiedene Größen dann einstellen mit Large, MD ist für Medium, dann gibt es noch die Small-Klassen. Ist halt etwas klarer, finde ich, wie man sieht, diese alte Bezeichnung, wo nur Span 4, Span 3 oder dergleichen verwendet wird. Es gibt eine Spaltensortierung in Bootstrap 3, die man verwenden kann. Das heißt, die Struktur, die man jetzt im HTML drin hat, muss es noch nicht mal die Struktur sein, wie es dann angezeigt wird, sondern die kann man über die CSS-Klassen wiederum umsortieren, umordnen. Gibt es da, kann man vielleicht bei Tabellen oder dergleichen, wenn man dann halt andere Sachen anzeigen will, umsortieren will, ist es vielleicht ganz praktisch. Es ist halt von den Entwicklern die aktuellste Version, wenn man halt auf die Bootstrap 2 Variante kriegt man halt den großen roten Hinweis, dass halt die Dokumentation nicht mehr gewartet wird und es halt auch keinen Support mehr großartig gibt. Und daher habe ich mir halt gedacht, wenn ich jetzt schon ein neues Projekt anfange, dann halt gleich mit der neuen Version. Denn Joomla wird hoffentlich auch nicht immer auf Bootstrap 2 bleiben, sondern irgendwann auch auf 3 gehen und dann ist man schon so weit und Gewehr bei Fuß und hat alles Bootstrap schon parat. Da es ja, wie gesagt, neues Projekt ist, sprich, es muss auch erstmal wachsen. Und ich denke mal so, bis es dann so weit ist, dass Joomla auf Bootstrap 3 geht, ist vielleicht auch das Projekt so groß gewachsen, hat so eine große Akzeptanz erlangt, dass es dann halt direkt verwendet werden kann. Ja, und wie gesagt, es gibt weitere Vorträge hier auf dem Joomla Day mit Bootstrap 3, sprich, wer da Interesse hat, ich werde ebenfalls dort sein, mir diese anhören. So, warum bin ich auf die Idee gekommen, dieses Community-Projekt zu erstellen? Das Ganze fußt daher, ich habe jetzt erst wieder ein Projekt für einen Kunden angefangen. Da habe ich halt auch jetzt zum Beispiel, man hat es gesehen, diese Modalbox mal wieder erstellt und habe mir und andere diverse Overrides gebaut und habe mir gedacht so, viele Sachen sind doch einfach gängig, wie zum Beispiel eine Modalbox oder eine Strukturänderung oder dergleichen, die einfach mehr Leute brauchen müssten. Da hocken doch bestimmt jeden Tag zig Entwickler dran und schreiben ein und dieselbe Override immer und immer wieder und das könnte man sich doch irgendwie teilen, die Arbeit, beziehungsweise ein Kompendium, ein Nachschlagewerk, auch für die Leute, die damit einsteigen wollen, zu erstellen, um einfach sozusagen ja, runterladen zu können, sich die Zeit zu ersparen, das Gleiche und Gleiche immer wieder zu schreiben. Gut, wenn man es selber macht, hat man vielleicht irgendwann seine Vorlagen beisammen, hat es sich selber zu Hause auf der Festplatte gespeichert. Aber wenn man was Neues anfängt, ist doch eigentlich normalerweise immer der erste Weg, man guckt, ob es nicht schon gibt. Weil wenn es schon gibt, dann könnte man sich die Zeit sparen, das nochmal neu zu schreiben. Dann ganz einfach die Kompetenzteilung. In dem Sinne, nicht jeder kann alles machen. Wenn es jetzt Firmen sind, die jetzt zig Leute unter sich haben, da sind Designer dabei, da sind Entwickler dabei, da sind Leute mit Ideen dabei. Die können es selbst handhaben, wenn man so kleinere Büros haben, die vielleicht jetzt ein Designer, der jetzt vielleicht eigentlich mit der Entwicklung jetzt nichts so zu tun hat und trotzdem irgendwie sich eine Webseite zusammenklicken will. Im Prinzip die Kompetenzteilung einfach. Bessere Overrides so gemeint, wenn man sich halt wieder so ein Override selber schreibt. Es gibt immer irgendwelche Fehler. Software-Tester sind dafür da, diese Fehler auch zu finden.
Und daher, wenn mehr Leute an einem und demselben arbeiten, hat man halt auch die besseren Overrides in dem Sinn, dass auch die kleinen Fehler entdeckt werden. Sprich, mehr Leute benutzen es, mehr Leute entwickeln es, somit werden auch die kleineren Fehler, die vielleicht nur unter einer ganz bestimmten Randbedingung oder mit einem ganz bestimmten Theme oder Bibliothek oder gleichen entstehen, beheben und sich da zu unterstützen gegenseitig. Und natürlich eine Spielwiese für Experimente. Man kann sich neue Ideen holen, man kann sich die Ideen runterladen, rumspielen, ob es für einen, ob er vielleicht was besser machen kann oder anders machen kann, dergleichen. So, und gegebenenfalls wäre natürlich wünschenswert oder toll, wenn natürlich irgendwann das Projekt so groß ist, dass Joomla selber sagt, so hey, das sind ein paar tolle Sachen dabei, wir würden es gerne irgendwie in den Core mit reinnehmen. Aber das ist natürlich Wunschdenken, also da muss man einfach sehen, wo wir landen. So, das Community-Projekt liegt zurzeit auf GitHub. Ist halt unter meinem Namen, wie gesagt, Zwanschu, zu finden. Da kann man tun lassen, also es sind schon ein paar Sachen drin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, von HikaShop habe ich ein paar Sachen drin. Das Breadcrumbs-Modul habe ich ein bisschen bearbeitet, hauptsächlich dahingehend, dass die Joomla eigene Bibliothek, also die 2.3er nicht geladen wird, sondern nur die 3.0er oder die 3x halt. Und halt das Mod-Login, so wie man es gesehen hat, jetzt die paar Bilder davor, ist schon oben. Kann man sich direkt einfach runterladen, forken, sonst irgendwas damit tun, was man lustig ist. Wie sieht es mit der Anwenderschicht aus? Jetzt ein Override ist es natürlich nicht so was, was man jetzt sagt, okay, das kann jetzt jeder Automalverbraucher direkt aus dem Stegreif machen, weil man muss da in die Dateien rein, muss die Dateien angucken und wissen, wie die Struktur innerhalb von Joomla abläuft. Man hat nicht einfach einen Installer. Sprich, wie kann ich diese Overrides, die dort liegen, als normaler Anwender verwenden? Es ist eigentlich sogar ziemlich einfach. Zum einen hat man hier, der Root von dem Projekt ist so angelegt, dass es genau der HTML-Ordner ist, also sprich alles, was dort liegt, kann direkt heruntergeladen werden und in der Templates, in das Template direkt unter HTML reinkopiert werden und dann halt gegebenenfalls, wie gerade vorhin gezeigt, unter eingestellt werden oder halt direkt verwendet werden, wenn es die Default-PHPs sind. Sprich, hier hat man so einen schönen Download-Button. Dann kann man draufdrücken, dann kriegt man das komplette Projekt. Man kann die Dateien zwar auch einzeln runterladen, aber es ist irgendwie nicht so einfach. Da hat man ein schönes Download-Zip für den Anfang. Dann hat man im Prinzip dieses Zip-File, da ist das komplette Projekt drin. Wie wir schon gesagt haben, man kann alles direkt nehmen, sprich das, was man will, nimmt man einfach und entpackt es oder kopiert es in den HTML-Ordner. Und das ist eigentlich schon die komplette Magie bei der ganzen Geschichte. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem es da in dem HTML-Ordner drin ist, natürlich mit den passenden Rechten, je nachdem, ob man es Windows oder Linux oder Mac verwendet, muss man halt natürlich gucken, dass der Webserver darauf Zugriffsrechte hat. Sollte aber im Normalfall kein Problem sein. Und dann gibt es, wie gesagt, die Unterschiede, ob es Default-PHP oder Modalbox-PHP, im Prinzip, wenn es einen anderen Namen hat wie Default, hat man im Modul-Einstellungen hat man die Möglichkeit, unter Alternative-Layouts halt auszuwählen, ob man das eine oder das andere verwenden möchte. So. So, machen wir kurz einen Zwischenstand. Fragen soweit? Okay, nicht? Wunderbar. Eigene Ideen einbringen. Das Ganze ist natürlich so gedacht, dass ich das nicht, natürlich nicht allein machen will, sondern ich habe die Idee dazu gehabt. Ich würde das gerne vorantreiben und ich würde es gerne auch als Community-Projekt so weit vorantreiben, dass ja, alle damit arbeiten können, dass alles halt frei zugänglich ist unter einer GPL-Lizenz, wie im Prinzip alles, was eigentlich in Joomla reinkommt, steht frei zugänglich, jeder kann daran mitarbeiten. Das heißt, auch vom Management ist natürlich noch
Wege offen, Kontributoren einzutragen, sprich, die auch größeres Mitspracherecht in dem Sinn haben, sprich, ich will hier keine Monarchie aufbauen, sondern ich will eine Gemeinschaft aufbauen, die dann miteinander arbeitet. Sprich, es ist gern gesehen, Kontributoren zu haben. Dann gibt es, wie gesagt, auf GitHub die Issues, wo man Wünsche oder Fehler melden kann. Die versucht man dann natürlich zu beheben. Und forget. Macht, was ihr wollt damit. Forgt es, macht eure Änderungen, wenn ihr meint, die Änderungen wollt ihr mit anderen teilen, macht einen Pull-Request und das Ganze kommt im Prinzip in das Projekt mit rein und ist für alle anderen dann frei zugänglich. Wie gesagt, ich will hier keinen Alleingang, sondern ich möchte gern eine Community damit Ganzen aufbauen, dass es allen nutzt. Und zurzeit habe ich jetzt mal noch unter meiner Webseite im Prinzip ein Forum drin, wo man im Prinzip auch darüber diskutieren kann, wo auch Leute, die mitarbeiten möchten, mich anschreiben können und dergleichen. Wenn das Ganze natürlich wächst, kann man da auch durchaus ein eigenes Forum dann draus machen. Es ist nur für den Anfang die schnelle und einfache Variante, da ich das schon habe. Ja. Prinzipiell eigentlich erstmal nicht. Also solange wir bei ein und derselben Major-Version sind, sollte eigentlich der Override funktionieren. Da wir von der Verarbeitung her nichts ändern, sprich wir tun einfach nur die Daten darstellen mit den Overrides. Wenn es dann natürlich eine neue Major-Version gibt, kann es natürlich sein, dass man Anpassungen machen muss. Man sieht es ja immer mal wieder. Aber prinzipiell sollte es eigentlich mit einer und der gleichen Major-Version immer funktionieren. Da wir auch im Prinzip eine eigene Bootstrap-Version jetzt halt noch einbinden mit dem Projekt, also mit dem Bootstrap 3, ist natürlich auch möglich, dass man einen Branch macht, wo man dann das Ganze für Bootstrap 2.3 oder sowas noch also bereitstellt. Sprich, wenn man die normale, den Haupttree mit dem Bootstrap 3.0 oder 3x, sagen wir besser gesagt, verwendet, dann wird auch mit dem Override immer die Bibliotheken mitgeliefert, die er braucht, um richtig zu funktionieren. Okay. Wir haben eh noch Zeit. Wie kann ich helfen? Bleibst du wohl an? Hallo? Screensaver? Was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie gehabt. Naja, gut. Wie kann ich helfen? Ich habe schon gesagt, ich möchte gerne eine Community haben. Ich bin hauptberuflich Software-Tester mit C++. PHP ist mein Hobby. Kreativ bin ich zwar etwas, aber ich bin jetzt auch nicht der große Designer. Sprich, es gibt viele Möglichkeiten, da mitzumachen, Architekten im Sinne, da eine Struktur aufzubauen, auch mit Branches, vielleicht mit Bootstrap 2.3 für Joomla oder dann halt mit verschiedenen Arten von Overrides dergleichen, Entwickler, Tester natürlich, Kreative, die Ideen haben, wie man zum Beispiel irgendwie was abändern könnte, was man zum Beispiel, also ich habe jetzt da zum Teil so weit Spaß daran gehabt, einfach aufs GED zu gehen, mir die Extensions anzugucken und überzulegen, ob ich das, was die Erweiterung tut, nicht auch mit dem Override machen könnte. Es sind im Prinzip einfach Leute, die Ideen haben, Designer, die vielleicht verschiedene Designs dann halt da bereitstellen. Das, was ich jetzt da gezeigt habe mit der Modalbox, das ist der Standard Bootstrap 3 Sachen und von den Farben her und den Möglichkeiten. Sprich, da ist viele Wege offen, ja, Koordinatoren halt, die das Ganze, man braucht ja eine gewisse Entscheidungskraft, in dem Sinn, wenn es Pull Request kommen, um zu sagen, okay, das taugt was, das taugt nichts. Sprich, Leute kann man da immer gebrauchen. Sprich, man hat viele Möglichkeiten, da mitzuhelfen, wenn man möchte.
deswegen auch ganz einfach über GitHub das Ganze forken, Kontributorantrag stellen, mich über meine Webseite anschreiben oder die E-Mail-Adresse kommt nachher noch. Und dann kann man das zu einer großen Möglichkeit führen. Was ich jetzt noch so ausstehende Arbeiten in dem Sinn, was ich jetzt auf jeden Fall noch zu tun sehe, ist später dann halt ein eigenes Forum, dass man halt sich unterhalten kann, kommunizieren kann, diskutieren kann, ohne jetzt das Support-Forum, den Ballast, sagen wir mal, von meinem Support-Forum irgendwie dabei zu haben, sondern seine eigene Area zu bekommen. Chat gegebenenfalls, natürlich, dass mehr Overrides reinkommen. Das ist ja 3 Stück bisher, beziehungsweise 3 Erweiterungen bisher, ist nicht gerade viel. Demo-Seite natürlich, dass sich die Leute das Ganze natürlich ansehen können und nicht nur den Code. Wenn man, man kann viel beschreiben mit Text, aber wie es aussieht, weiß man dann trotzdem noch nicht. Dokumentation natürlich, habe ich zwar schon angefangen, aber ist durchaus ausbaufähig. Und halt die Verbreitung, spread the word, dass es verbreitet wird, dass man mehr Leute mitarbeiten, es bekannter wird, auch in die nicht-deutschen Regionen, das dann vielleicht irgendwann mal vordringt. Und vielleicht sogar so weit, dass man sagt, okay, man baut sich zum Beispiel mit Jenkins oder dergleichen, kann man ja die Sachen aus GitHub holen, gegebenenfalls direkt Installationspakete erstellen, wo sich dann der Endanwender wieder nicht mit dem Rumkopieren ärgern muss, sondern vielleicht sogar eine eigene Sektion auf dem GED vielleicht irgendwann hat, wo er sich Overrides als Paket herunterladen kann und direkt einfach installieren und dann sagen kann, okay, ich will es in dem oder dem Template drin haben. Ist alles denkbar, will ich auf jeden Fall alles irgendwie versuchen zu erreichen. So, große Upstream-Frage. Wie ich schon vorher gesagt habe, Sio, wir arbeiten ja, beziehungsweise Jan und ich, mit Bootstrap 3. In Joomla haben wir Bootstrap 2.3. Demzufolge wäre natürlich, wenn man Overrides für Joomla Kerninhalte erstellen will, die natürlich dahingehend entwickelt, dass sie mit Bootstrap 3 funktionieren. Es wird irgendwann soweit kommen, vielleicht, oder auch nicht, dass Joomla auf Bootstrap 3 hochgeht und wenn dann halt gewünscht ist, was zu übernehmen, weil es ja schon da sind, die Strukturen, die überarbeiteten Sachen mit den neuen Klassen oder dergleichen, warum nicht? Es ist offen, es ist für jeden zugänglich und wenn man es im Core drin haben will, darf es gerne rein, habe ich nichts dagegen. So, sind wir jetzt schon bei den Fragen. Keiner? Habe ich euch so erschlagen? Ah, da hinten. Kennst du die Frontend-Working Group? Das ist eine der Untergruppen des PLT, eine Arbeitsgruppe, die unter anderem daran arbeitet, eine Variante zu finden, mit der Bootstrap 3 rückwärtskompatiblerweise in den Core einfließen könnte. Das wäre vielleicht ein spannendes Thema, mit dem du dich auseinandersetzen könntest. Der Nils Nübel, okay, ist in der Working Group. Ansonsten hast du ja deinen freundlichen PLT-Ansprechpartner von dem anderen vorne in deinem Fall sitzen. Okay, nee, kann ich es bis jetzt noch nicht. Ist bestimmt vielleicht eine Möglichkeit. Hab da ich ganz schön was vorgenommen. Rückwärtskompatibel mit 2.3. Ja. Kann man machen. Die Idee ist, dass man vermutet, ist so ein Gedanke, dass man ein neues Template, so ein Standard-Template macht, wie es tut, wie es Protostart, und das dann gut strukturell funktioniert. Okay. Aber ich bin drauf, natürlich.
Mhm. Okay, cool. Ja, gut zu wissen. Man kann nicht alles wissen. Ja, deswegen kommen wir ja hier, um wieder was dazu zu lernen. Ne? Damit wir uns hier überhaupt unterhalten können. Ja, es sind zwar, ja genau, mit vier Augen. Also ich sehe auch nur deine zwei dann jetzt gerade. Ne? So, sonst noch irgendwie Fragen, Wünsche? Soll ich vielleicht noch etwas zeigen, was ich jetzt vielleicht vergessen habe zu erwähnen? Nicht? Dann habt ihr auf jeden Fall noch meine Kontaktmöglichkeiten. Wie gesagt, das Einzige, wo ich nicht bin, ist Facebook. Ansonsten, ja bitte? Klar, wir haben ja noch Zeit. Gut, die Folien werden ja eh wahrscheinlich später wieder hochgeladen. Oder ich bin auch das Wochenende noch hier. Ich will hier raus. ja. Escape. So, schauen wir doch mal. Rechner ist noch der neueste. So. Dauert noch einen kleinen Moment. So. Beziehungsweise. Hier ein bisschen Platz. Da. So. Nein, da will ich auch nicht hin. Ich will Outlook-in. Das ist Default. Und was haben wir hier? Realbox. Haha, so kriege ich es noch irgendwie ein Splitscreen hin. Machen wir horizontal, genau. So. Dann brauche ich hier oben das. So. Sprich, oben haben wir jetzt das Default, also den Standard. Und unten ist im Prinzip dieser Override, der da drin ist. Sind wir hier ganz oben? Ne, wir sind nicht ganz oben. So, jetzt sind wir ganz oben. Sprich, zum einen ist es erstmal gleich. Dann hier habe ich jetzt diese Tooltip-Geschichte rausgenommen, was über JHTML geladen wird, aus dem einfachen Grund, da ich es selber in meinem Template, also direkt, ich baue meistens eigentlich auf dem Blank-Template auf, lade ich direkt die Bootstrap-3-Geschichten, daher ist das Tooltip rausgeflogen, ansonsten wird von Joomla eigenem Core wieder Sachen geladen und die führen dann zu komischen Effekten, nenne ich es jetzt mal. Dann haben wir hier im Prinzip, hier ist die Form im Original. Die Form fängt jetzt hier erst hier unten an. Da davor ist der Button reingekommen, den wir gesehen haben. Ich kann das vielleicht hier nochmal. Der ist im Prinzip dazu da, einfach nur den Login anzuzeigen. Ich verwende da auch die Joomla-eigene Textstring dann, um halt anmelden, abmelden. Beziehungsweise da jetzt ja, anmelden und abmelden halt. Anzuzeigen. Quark.
Das wollte ich jetzt hier gerade gar nicht. Ich wollte mich hier. So. So. Das heißt, das Ganze sieht dann. Es ist noch nicht fertig. Also, Hust. Sieht es auf der kleinen Auflösung etwas beknackt aus. Sprich, wir haben jetzt hier das Login-Modul mit dem Anmelde-Button drin. Das ist sozusagen der Button, den wir hier im Prinzip hinzugefügt haben. Und mit dem Data-Typ Data-Toggle Modal, Data-Target-Login-Modal, dann haben wir hier im Prinzip die ID Login-Form-Form Modalfade Login-Modal, hier die ID von dem Div innerhalb der Form. Und das ist im Prinzip, wenn wir dann hier drauf drücken, agiert Bootstrap und zeigt dann das die Modalbox an. Ich habe schon weich nicht mehr die Seite gemacht, das ist schon ein paar Monate her. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein Browser-Update bekommen. Ja. Wie gesagt, ich bin am Anfang. Der Kasten hier außenrum sollte eigentlich nicht da sein. Das sieht ein bisschen unschön aus. Dann haben wir hier das Login-Form, ganz normal, wie man es kennt, beziehungsweise ein bisschen umsortiert. Das hier sind normalerweise diese Links in dem Login-Modul, die direkt unter dem Anmeldeformular stehen. Ich habe es jetzt hier als Button designed. Das heißt, wir sind weiter unten. Button Close, also sprich, das ist dann, wenn man das Ganze anguckt, hier haben wir nochmal das Div User Data, Form Login Username, Class Control Group, Div Controls, das ist das normale und das habe ich abgeändert hier, um dem Bootstrap Equivalent zu entsprechen mit dem Modal Dialog, das ist im Prinzip das Modalfenster an sich, Modal Content, der Inhalt, dann haben wir hier die drei Teile, Modal Header, das ist dann alles, was hier oben drin steht, mit dem Schließen-Button, dem Login-Namen. Dann haben wir den Modal Body, da ist einfach nur die Felder, wie man sie kennt, drin, mit Benutzername, Passwort und angemeldet bleiben. Und darunter haben wir dann Form Group, genau, was noch weiter unten, haben wir es denn, JFolder, Modal Footer, genau, da haben wir dann den Footer, der sozusagen dann hier unten die Buttons sind, da habe ich diese Links, sind immer noch Links, sprich das ist immer noch der originale Code, nur halt dann durch CSS-Klassen von Bootstrap über dieses die Klassen Button, Button Default, Button XS umgeformt und habe aus den Links sozusagen dann diese Buttons machen können. Und wenn man dann auf Anmelden drückt, wird auch ganz normal, wie beim normalen Login-Modul, der Login gestartet. Sprich, es wurde wirklich nur die HTML-Struktur und die Klassen dementsprechend angepasst, sodass halt dann auf die Bootstrap 3-Variante verwiesen wird. Man kann sich jetzt hier nochmal ein bisschen genauer angucken. So nochmal eine schöne Form raus. Login Passwort. Das müssen wir hier nicht auffinden. Form Group. Das ist weiter oben. Modal Body, Pretext, Form Group. Tooltip, Username, Mod Login. JGlobal Passwort. Na, muss da auch wieder sein, Control Group. Checkbox. Form Group Checkbox. Mod Login Remember, genau. Da haben wir es hier. Es ist in dem Satz weiter unten. Submit, das war zu weit. Bin ich jetzt blind? Secret Key?
Secret Key. Ich will noch was zu vergleichen. Vorne noch irgendwas Submit. Los, rum. Ach, da war's doch. Form Login Submit, Div ID, Control Group, Div Class, sprich, man sieht, es ist eigentlich prinzipiell gleich geblieben, nur wurde hier halt die Klassen hinzugefügt. Na gut, wir haben Bootstrap ja schon das Default Template, sprich, die haben wir hier schon drin, sogar das ist geblieben dann bei dem Button. Es wurde halt einfach nur strukturell ein bisschen umsortiert, dass man die Links, die weiter oben sind hier, Label, Modlogin, sag mal, muss doch einfach sein, das reicht was. So, da sind wir doch. So, sprich, vorher war es eine Liste in dem Ganzen. Da wurde ein Listenelement mit dem Link. Und hier ist ganz einfach das Listenelement verschwunden. Also die Liste wurde weggemacht. Der Button ist geblieben, beziehungsweise der Link ist geblieben. Und hier oben hat er im Standard hat er keine Klassen. Hier unten hat er dann einfach diese Klassen bekommen. Und das war im Prinzip dann schon das ganze Hexenwerk einer Geschichte, um dann aus dem normalen Link sozusagen so einen Button zu machen. Und ja. Genau. Und von der Struktur her, wo sind wir? Sieht man es hier auch noch im Live. Das ist sozusagen die Datei jetzt hier. Die hängt hier im Template drin, in der Modalbox. Und wenn ich jetzt im Administrationsbereich von dem Ganzen gehe, Administrator. Na komm. Also im Prinzip CSS-technisch ist das alles Bootstrap 3. Direkt. Also es sind nur die Klassen, die aus der Dokumentation rausgenommen wurden und eingetragen. Sag mal, du bist hier lokal. Solltest du das doch ein bisschen schneller laden? Ja? Okay, die Sache, wo die Box sitzt, dann haben wir das ist jetzt also die Box an sich, die ist jetzt sozusagen zentriert oben gemacht worden, also da habe ich das ist auch der Standardabstand eigentlich, also es wird die Mitte genommen von der Webseite und der Abstand hier oben, so wie er da ist, das ist aber jetzt zum Beispiel schon wieder die Default-Werte von Bootstrap. Da habe ich jetzt nichts abgeändert. Wäre aber durchaus auch möglich, da einzugreifen und sich das in eine Ecke zu schieben. Aber Bootstrap an sich verwendet, wenn man die Modalbox-Klassen nimmt, eine zentrale Ansicht, sodass es dann auch für jeden eigentlich gleich ersichtlich ist, dass da was aufgegangen ist und nicht irgendwo rechts oder links oder sonst irgendwo rumläuft. Muss ich nur die komplette Datei überschreiben oder kann ich auch etwas rauspicken, wie beispielsweise eine Zeile, wenn es nur unter Button wird? Nee, das Ding ist so, dass man da wirklich die Datei an sich kopieren muss und das, was man dann halt abändern will. Keine andere Lösung, weil wer von Vorteil für Updates kann das sein? Ja, also mir ist jetzt auf jeden Fall keine bewusst, außer man hat es zum Beispiel. Es werden diese Joomla-Layouts oder dergleichen verwendet. Das sind ja wiederum, da wird ja auf kleinere Details runtergebrochen. Wenn sowas halt verwendet wird, dann kann man natürlich nur dieses kleine Teil dann haben. Aber im Prinzipiell, alles was in einer Datei drin ist, muss dann halt auch als Komplettes dann halt überschrieben werden. Also sprich, da kann man, da wird aber auch der Daniel
Prinzip dann mehr darüber sagen, welche Möglichkeiten man hat vom Überschreiben her. Also er hat es ja da mit den Layouts, also den Unterschied zwischen den Layouts, dem normalen Override und was für Möglichkeiten man da komplett hat, wird dann er, denke ich mal, behandeln. Er sagt nichts. So, eigentlich ist mein Rechner lahm. Zwischendrin noch irgendwelche Fragen, bis er geladen hat. Sag mal, was brauchst du so lange? Hallo. Was ich nicht ganz verstehe, wie hast du das gemacht, dass du das Teil immer gemacht wird, an den Overwriting gestellt? Nee, das habe ich zurzeit noch. Das passiert jetzt hier, in dem Fall, das habe ich auch in die Doku reingeschrieben, da ich das Blank-Template verwende. Weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Da kann man im Prinzip über das Blank-Template halt diese einzelnen Versionen und Sachen einschalten, beziehungsweise wird halt das Bootstrap 3 dann mitgeliefert und geladen von der Index-Datei, also Index.php direkt. Genau. Ist aber auch durchaus denkbar, dass man sagt, okay, man macht einen Switch in die ganzen Overrides rein, in die PHP-Dateien, die halt guckt, ob die Sache auch geladen ist. Ja gut, man kann ja gucken, was geladen ist. Wenn es einem dem entspricht, was man braucht, braucht man ja sein eigenes nicht laden. Da muss man halt irgendwie, es gibt ja eine Abfrageschnittstelle von Joomla, soweit ich glaube ich weiß, noch im Kopf habe, wo man nachfragen kann sozusagen, ob und was für ein Bootstrap geladen wurde oder wird. Und demzufolge kann man sagen, okay, ich verwende das oder ich gebe demjenigen, der jetzt zum Beispiel, ich lade es mit, also mein eigenes noch zusätzlich, was aber zu komischen Effekten kommen kann. Sprich, dann wäre es dann vielleicht auch wieder denkbar zu sagen, okay, man gibt irgendwie eine Mahnmeldung aus, falsche Bootstrap-Version, bitte prüfen oder dergleichen. Das ist alles machbar in irgendeiner Form. So. Template. So. Sprich, ich will den Splitscreen wieder weghaben. Okay, so rum. Sprich, das Doctype, HTML, nehmen wir das mal weg. Wollen wir eigentlich? Oh, Mittagessen Zeit. Okay. Ganz schnell nochmal. Zack. Wir haben hier nochmal das Login-Modul, haben wir ganz normal hier drin in unserem Modulmanager. Und darin kann man dann einfach sagen, hier wie gesagt unter Advanced hinten, wenn ich es hier wiederum den Default auswähle, dann habe ich hier vorne auch wieder das ganz normale Login-Form, wie man es bisher schon gesehen hat. Ja. Gut. Zeit ist leider rum vom Ding her, aber ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit noch hier. Sprich, wenn noch jemand Fragen hat oder da Detailwissen haben möchte, kann mich gerne aufsuchen. Machen wir es im persönlichen Gespräch weiter. Okay? Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und guten Appetit.